Beate Sessel. Einfach gute Gespräche. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rote Sessel. Einfach gute Gespräche mit interessanten Menschen, die mit unseren Hörimplantatsystemen zu tun haben. Heute zu Gast meine Gesprächspartnerin Claudia Platzek. Claudia, du bist 50 Jahre jung, bist bilateral mit CI implantiert und in deiner Freizeit Leistungssportlerin, ich sage jetzt mal Spitzensportlerin sogar. Spitzensportlerin, du hast viele Titel gewonnen. Ich muss ablesen, die Liste ist lang. Amtierende deutsche Meisterin im gehörlosen Triathlon, bayerische Radmeisterin und viele weitere Siege. Meine Liste ist lang. Aber das Bedeutendste, und ich glaube auch in deinem Leben, das bedeutendste sportliche Ereignis, das steht in Kürze bevor. Und ich möchte sagen, du nimmst an einer Weltmeisterschaft teil. Erzähl doch mal. Ja, ich war am 20. August in Schweden, in Kalmar, und habe meinen dritten Ironman gemacht und habe mich dafür für die WM auf Hawaii in Kona qualifiziert. Wahnsinn. Ja. Gratulation. Danke. Ich mache selber so ein bisschen Sport, aber das ist ja wirklich das höchste der Gefühle, das höchste Ereignis, das man erreichen kann. Das Nonplusultra, ja. Das Nonplusultra. Es ist auch irgendwie ein Ultra im Bereich Triathlon ist es ja wirklich die lange Distanz. Also was ist es beim... Also bei der langen Distanz muss ich 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Zum Schluss noch ein Marathon. Wahnsinn. Warum jetzt gerade wir zwei hier sitzen, ist, weil wir uns ja auch beim Sport kennengelernt haben. Und deshalb ist mir das wirklich ein Vergnügen, dass du heute hier bist. Jetzt unterhalten wir uns mal ein bisschen über das Thema CI und Sport. Aber davor ganz kurz zu deiner Hörgeschichte. Du hast vor 9 Jahren das erste CI gekriegt und vor 7 Jahren das zweite. Kannst du ganz kurz uns sagen, wie so deine Hörbiografie, deine Hörreise war? Seit wann bist du an Taubheit grenzend schwerhörig? Von Geburt an eigentlich. Ich hatte Sauerstoffmangel und dadurch sind meine Gehörnerven geschädigt worden. Und von da an bin ich eigentlich ziemlich schnell dann auch mit Hörgeräte versorgt worden. Und war auf Hörbehindertenschule in Nürnberg und später dann in der Realschule in München. Und 2013 und 2015 habe ich mich implantieren lassen. Mit CIs? Mit CIs, ja. Okay. Und was hat dich dazu bewogen, dich implantieren zu lassen? Gab es da irgendwelche Bekannte, Freunde, die Familie, ja, also die Arbeit? Wir sind so 3 Mädels, so Clique, so Alexandra und Diana. Diana war die erste, die sich implantieren lassen hat und die war total begeistert. Dann hat die Alexandra den Schritt gemacht und ich war die dritte im Bunde. Und ich habe es nicht bereut und bin froh, dass das so gelaufen ist. Und super. Bin gut versorgt. Dann bin ich froh, dass es deine Freundinnen gibt. Jetzt CI und Sport. Kommst du im Sport, in den Sportarten, die du machst, und Triathlon ist, haben wir ja schon gehört, ist Laufen, Radfahren, Schwimmen. Kommst du da mit den CIs gut zurecht oder wo gibt es Limitierungen? Wo gibt es Situationen, wo du sagst, da muss ich es ablegen oder mich stört irgendwas oder ich bin froh, dass ich es habe? Ja, also generell ist ja so, dass elektrische Geräte jetzt nicht unbedingt
Also, dass es nicht gut ist, dass elektrische Geräte mit Wasser in Kontakt kommen und mit CEs oder früher mit Hörgeräten schwitzt man ja viel. Und da war schon immer meine Sorge, dass die sensiblen Geräte kaputt gehen. Und das ist ja jetzt mit dem Sonett, mit den Gore-Tex-Abdeckungen jetzt besser. Und beim Schwimmen könnte ich auch ein CE tragen, wenn ich das Watervir hätte oder benutzen würde. Ist halt natürlich ungewohnt, weil ich jahrelang immer ohne Geräte im Wasser war und das behalte ich auch bei. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt beim Schwimmen. Und wenn ein Wettkampf ist, wo es stark regnet, dann ist so ein Watervir oder ein Regenschutz schon sinnvoll. Und sonst. Das heißt, ja. Du schwimmst, wenn du beim Triathlon ins Wasser gehst, legst du sie ab? Ich schwimme ohne. Und dann in der Wechselzone zum Wechseln aufs Radfahren setze ich sie auf und mache einen Haber und so ein Bapp rum. Und wie ist das ohne Zies, also quasi taub zu schwimmen? Hast du mehr Angst, dass du irgendeine Gefahr oder irgendwas nicht hörst? Wenn ich mit der CE schwimme? Wenn du ohne CEs schwimmst, ja, beim Wettkampf hast du ja keine an. Ja, ja. Und ich sehe auch keine an, weil wenn da so viele Menschen neben mir schwimmen und teilweise über dich drüber schwimmen, dann hätte ich Angst, dass ich verlieren könnte. Und wenn du rauskommst, dann setze ich es auf. Setzt du sie auf? Ja. Liegen schon bereit? Die liegen schon bereit in der Wechselzone. Lege ich meinen Helm rein und das ist das Erste, was ich anziehe, okay, bevor es weitergeht. Okay, Wahnsinn. Und in der Wechselzone hast du dann dein Team? Nein, hast du da dein Team oder alleine. Bist du ganz alleine? Es gibt kein Team. Das ist verboten. Das ist verboten. Man muss das alles alleine machen. Das heißt, das Team steht am Rand und jubelt dir nur zu. Und feuert dich an. Und unterstützt mich moralisch und geistig. Sehr gut. Ja. Was aber bei einem Ironman auch nicht so leicht ist, weil da muss ja auch dein Team ganz schöne Strecken absolvieren, dass sie da immer am Ball bleiben. Ja, als Zuschauer ist das auch anstrengend. Ja. Wenn du überall sein möchtest, beim Schwimmen und dann beim Radfahren und beim Laufen, ja, für die Zuschauer oder für meinen Support dann teilweise auch weite Strecken, die sie abklappern und manchmal sogar anstrengender, als wenn man selber teilnimmt. Ja. Also größten Respekt überhaupt vor der Tatsache, die Quali für die WM, für den Championship in Hawaii. Wie ist denn das? Wie erreicht man überhaupt so eine Qualifikation? Braucht man da Punkte? Muss man es in einer gewissen Zeit schaffen? Braucht man ein bisschen Glück dazu oder von allem? Von allem ein bisschen was. Also man muss auch an der Veranstaltung teilnehmen. Mhm. Und dann kommt darauf an, wie viele Teilnehmer pro Altersklasse mitmachen. Mhm. Dementsprechend gibt es dann auch die Startplätze. Und dann sollte man schon ziemlich gut sein und ziemlich vorne platziert sein, dass man überhaupt die Chance hat, sich zu qualifizieren. Und du hast dich qualifiziert, wie ich im Vorgespräch, wir haben ja davor schon gesprochen, mitgekriegt habe, gerade mal vor 7 Wochen oder vor irgend sowas. 4 Wochen war das jetzt. Vor 4 Wochen beim Ironman in Kalmar, Schweden, in Kalmar. Die Startnummer dabei. 5 ist meine Glückszahl, das passt so ziemlich fad, 5, 5, 6. Super. Damit habe ich jetzt Glück gehabt für Schweden. Sehr schön. Und ich habe ja schon gesehen, du hast ein kleines Fotobücher dabei. Ein Fotoalbum gemacht. Toll. Bin ich ja auch ganz stolz drauf. Und dann macht man sowas. Sehr schön. Und das ist mein Einteiler, mit dem bin ich geschwommen, geradelt und gelaufen. Ja, wir als Mädel, ich freue mich, dass wir dich so ein bisschen unterstützen und sponsoren dürfen. Deshalb steht da auch mit L und endlich wieder Hörn drauf. Und ich habe schon viele Bilder gesehen von Wettkämpfen, wo du das getragen hast. Und ich freue mich. Ja. Super. Habe ihn auch gerne an und sitzt super bequem und fühlt sich gut an. Schön. Sehr schön. Und in Hawaii? Ja. Das kann nur gut werden, Hawaii. Genau. Nochmal zum Triathlon. Ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und habe geschaut, wie viele deutsche
schon erfolgreich waren. Und Deutschland hat schon einige, gerade bei den Frauen und bei den Männern, einige gehabt. Ich habe mal nachgeschaut, eigentlich von 2015 bis 2019 haben wir mit dem Jan Frodeno und dem Patrick Lange zwei gehabt, die wirklich in diesem Zeitraum das Feld, zwei deutsche Männer, die das Feld beherrscht haben. Aber auch die Frauen waren sehr erfolgreich, die Anna Haug. Und ich selbst durfte mal 2006 oder 2007 bin ich mal eine bayerische Straßenmeisterschaft gelaufen und habe mit dem Faris al-Sultan, sagt der auch was. Ja, kenne ich auch. Der Name klingt ja erstmal schwierig, aber das ist ein Erzbayer, der ist aus München, also man kann da wirklich bayerisch reden und ich durfte da mit dem Faris laufen. Das war für mich auch eine tolle Sache, weil der so ganz unaufgeregt und entspannt ist und da nicht groß prahlt mit seinen Erfolgen. Der Sultan, Faris Sultan, wie er in Hawaii gewonnen hat, ja, ist nicht mit der Deutschlandfahne im Ziel gelaufen, sondern mit der bayerischen Fahne. Ja, genau, das stimmt, das weiß ich noch. Haben Sie alle gefragt, war toll. Was ist denn das für eine Flagge, wo kommt der her? Ja, war toll. Aber wie gesagt, dieses Jahr, 2022, eine weitere Deutsche in Hawaii. Was ist dein Ziel für Hawaii? Also ich komme ganz bestimmt nicht hinter der Anne Haug im Ziel. Die wird mich vielleicht überrunden auf dem Rad oder beim Laufen. Ich freue mich einfach, dass ich mich qualifiziert habe, dass ich da teilnehmen darf. Und das ist für mich schon was ganz Besonderes. Das ist für jeden Sportler ein Highlight. Ja. Und ich möchte einfach gut ankommen, finishen. Ich setze mir keine Ziele, ich setze mich sowieso selber unter Druck. Aber für mich zählt einfach ankommen. Ich habe erst vor 4 Wochen einen Ironman gemacht. Und innerhalb von 7 Wochen nochmal einen ist körperlich schon sehr herausfordernd. Und deswegen bin ich froh, wenn ich gesund und mit einem Lächeln im Ziel ankomme. Eigentlich sind ja locker mal ein halbes Jahr, sollte oder kann man ungefähr dazwischen mal Zeit lassen zum Regenerieren. Ja. Wir drücken dir die Daumen, wir sind als MedL-Team, stehen wir hinter dir. Ich möchte dich jetzt dann auch schon bald verabschieden in dein Training. Du hast einen eng gesteckten Trainingsplan, will jetzt da dich nicht zu lange aufhalten, aber zum Schluss noch die Frage an dich: Was gibst du als Leistungssportlerin, als Spitzensportlerin, die mit zwei CIs versorgt ist, was gibst du anderen Hörgeschädigten oder CI-Träger mit auf den Weg? Kannst du sie irgendwie motivieren oder was gibst du mit auf den Weg? Nichts ist unmöglich. Man kann alles erreichen, wenn man es selber will. Körperlich, geistig, moralisch, nie aufgeben, einfach weiterkämpfen. Es gibt immer einen Tag danach, die Tür geht immer weiter auf und ja, das weiß ich jetzt nicht, passt das ja, so? Ja. Aber okay. Das ist ja für unsere Versorgten oder die vielleicht vor der Implantation steht, macht es Mut und motiviert. Ja. Vielen Dank, Claudia, für das schöne, spannende Gespräch und deine Zeit. Und wir alle hier beim MedL-Team, du hast einige von uns kennengelernt, wir drücken dir die Daumen und sind gedanklich bei dir, wenn du in Hawaii bist. Es geht nächste Woche. Nächsten Dienstag fliege ich los. Geht schon los. Wahnsinn. Ich sage jetzt auf Hawaiianisch Mahalo. Danke. Danke auch.